Hallo, mein Name ist Daniel und auf diesem Kanal geht es um Politik, aber auch Inhalte, die in den Medien oder in weiten Teilen der Bevölkerung besprochen werden. Ja, in der Gesellschaft eben. Und ja, das Thema Klima, Klimaschutz, Klimawandel ist ja ein großes Thema. Im großen Kontrast dazu steht ja aktuell aber, ja, wenn man so will, der Beginn eines großen Kaufrausches mit Black Friday, Cyber Monday und so weiter ist natürlich so in den Dezember hinein zu Weihnachten. Und ja, es ist schon so ein bisschen ein krasser Widerspruch auf der einen Seite, aber es wird bestimmt dieses Jahr wieder neue Rekorde geben. Man stellt sich manchmal so ein bisschen die Frage, ist das so das Gelbe vom Ei, ist das so das Optimum? Und wenn man ganz ehrlich ist, es gibt ein Thema, über das Politik ungern spricht. Auch die Grünen nicht, alle Parteien eigentlich sehr ungern oder nur hinter vorgehaltener Hand darüber sprechen. Wie gesagt, betrifft alle Parteien, überwiegend die meisten Politiker. Und bevor ich kurz darauf eingebe, was das so eigentlich ist für mich, möchte ich einmal ganz kurz einen Sprung in die Nullerjahre zurück machen, als Angela Merkel noch die Klimakanzlerin war und ja, wir eigentlich auf einem guten Weg waren. Ne? Wir hatten gute Ausbauziele erreicht bei Photovoltaik und der Windenergie, die wir jetzt scheinbar abwürgen. Und ja, es sah wirklich ganz gut aus. Ne? Vielleicht erinnert sich der eine andere so an die Bilder, wo Frau Merkel auf so einem Eisberg steht, an ja, einem der Pole und bei ihr war dann noch der Umweltminister. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Sigmar Gabriel. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt sah das eigentlich ziemlich gut aus mit der Energiewende. Das ist aber ehrlicherweise nur Teil 1, wenn man sich mit dem Klima beschäftigt. Politisch Teil 2 ist Energieeffizienz. Und unabhängig davon, was wir jetzt erreicht haben, kann man sagen, unter dem Strich haben wir nichts erreicht. Wenn man sich zum Beispiel die Stromverbräuche in Deutschland anguckt, dann sieht man ganz klar, dass es konstant geblieben ist. Und die Idee hinter Energieeffizienz ist ja, wir nehmen eine alte Glühbirne und tauschen die gegen eine LED-Glühbirne. Und man könnte das auf jeden Bereich übertragen. Also wenn man eine Waschmaschine tauscht, nimmt man die alte und tauscht sie gegen das beste, energieeffizienteste Gerät, was möglich ist. Und bei Kühlschränken und so weiter. Und gleiches würde eigentlich auch für Autos gelten, also ein sparsames, ein ja, effizienteres Fahrzeug zu nehmen. Und wie gesagt, ich habe schon mal ein Video gemacht, dass wir es nicht erreicht haben im Bereich von PKWs. Da sind die Verbräuche eben hochgegangen. Ich habe das so ein bisschen im Zusammenhang auch mit der CO2-Steuer besprochen. Und ja, auch beim Strom haben wir jetzt nicht wirklich große Erfolge vorzuweisen. Ich habe so ein Video gemacht, kann ich dir auch gerne empfehlen, so mal mit 4 kleinen Tipps, die der ein oder andere anwenden kann, wie man vielleicht hier und da Strom sparen kann. Aber am Ende ist die Wahrheit, es ist sehr ernüchternd, was wir erreicht haben in den letzten 10, 15 Jahren. Auch deswegen sind ja die jungen Leute auf den Straßen, weil eben die Erfolge ausgeblieben sind. Wir haben so ein bisschen gepennt, wir haben uns zurückgelehnt, es sah gut aus lange Zeit, wir haben das Thema aus dem Auge verloren und ja, jetzt müssen wir aufholen, also wenn wir es ernst meinen. Aber ganz ehrlich, nur mit Windrädern, nur mit Solarkollektoren werden wir das nicht schaffen. Also da werden wir nicht auf die 100% erneuerbare Energien kommen und gleichzeitig unseren CO2, ja unseren persönlichen, aber auch unseren gesellschaftlichen CO2-Ausstoß reduzieren. Und das ist so ein bisschen diese Herausforderung, die wir haben, vor der wir stehen und auch so ein bisschen die Unehrlichkeit, die in Politik steht. Weil man möchte ja auch nicht dem Bürger, dem Wähler, irgendwie zu nahe treten oder irgendwie, ja, vergraulen oder verärgern. Man möchte ja natürlich gewählt werden, ne? Man möchte freundlich, sympathisch rüberkommen und ja, sagen, hey, wir machen das, wir schaffen das und naja, so ein bisschen was in 20 Jahren ist, ist eigentlich, ja, in 20 Jahren. Man hofft natürlich auf Innovationen und Lösungen, die das dann so das Problem alleine in Luft auflösen lassen, aber danach sieht es zumindest bisher noch nicht aus. Und noch ein kleiner Zeitsprung, ganz kurz zurück, möchte ich einen tollen Satz, den mir meine Großmutter mitgegeben hat und den ich versuche, so die letzten 10, 15 Jahre immer mal wieder in neuen Bereichen und immer wieder ehrgeiziger umzusetzen. Und das war der schöne Spruch. Mit ihren über 80 Jahren hat sie mir den gegeben, nach ihrer vielen Lebenserfahrung, und zwar, dass jeder Wunsch kriegt Junge. Ja, und das kann man so toll aufs Konsumieren übertragen.
Wenn man sich ein Auto kauft, dann kommt die Anhängerkupplung, der zweite Satz Reifen, der Dachträger, das Navigerät dazu, die Fußmatten, ne? Und was so alles man benötigt und so weiter. Vielleicht noch ein Wohnmobil, was auch immer. Und ja, bei der Kamera haben wir die SD-Karte, die Kameratasche, den Kurs für die Kamera, neue Objektive, Blitz, Blenden, Filter, was man so alles haben möchte. Und das hört irgendwie nicht auf. Natürlich braucht man irgendwann dann das neueste Gerät und die neueste Kamera, das neueste Auto wieder, wo das die ganze Zeit weitergeht. Und es macht ja am Ende des Tages nicht wirklich glücklich, was man dort alles hat und sich anschaut. Und ich glaube, das ist eben das große Problem oder was so ein bisschen vergessen wird zu sagen, was wir alle tun müssen und Politik natürlich genauso ist. Wir müssen weniger konsumieren. Das ist eine Binsenweisheit, nichts Neues. Aber ich glaube, jeder muss auf der einen Stelle erstmal vielleicht gucken, was ist mein CO2-Abdruck. Da kann ich nur den Rechner von dem Umweltbundesamt empfehlen, einfach mal zu gucken, was ist denn so der eigene CO2-Verbrauch, dass man so eine Basis hat, auf der man sagen kann, okay, ich bin jetzt vielleicht bei 10, bei 15, bei 8 Tonnen CO2 und ich möchte das gerne senken auf. Dann kann man sich ja ein Ziel setzen, wie bei vielen Dingen im Leben, ne? Ob es Abnehmen ist oder wenn man Karriere machen möchte, ein Studium macht oder seine Schule beenden möchte, braucht man ja Ziele. Und auch den CO2-Abdruck zu verringern, ist ja ein sehr gutes Ziel, wo alle Menschen, alle in einem Umfeld, was von haben. Wie gesagt, ich möchte das nicht zu krass aufbauschend thematisieren, weil ich glaube, jetzt ist ja auch jedem bewusst, wir in Deutschland werden nicht alleine das Klima retten, aber ich glaube, es ist nicht unerheblich unser Beitrag, den wir leisten können. Denn viele Menschen in unserem Umfeld kriegen das mit, viele Menschen sehen das, viele Menschen ahmen das vielleicht nach, viele Menschen sprechen einen drauf an und man kann das vermitteln und sagen, warum man das tut, wie man das macht. Und ich glaube, damit können wir kleinen Schritten etwas erreichen. Und wenn das viele machen, viele kleine Schritte, ne, da wird dann was ziemlich Großes drauf. Und das ist ja auch das Entscheidende, was man sieht, was an vielen Stellen passiert. Und ich glaube, das ist eben, wie gesagt, eine dieser großen, großen Herausforderungen. Und das möchte Politik ehrlicherweise keinem sagen, so, du sollst weniger konsumieren. Ne? Die Logik ist ja genau andersrum. Wohlstand besteht ja aus Dingen. Wohlstand besteht ja aus viel haben. Ein großes Auto, ein tolles, riesig großes Haus. Ja, viel zu kaufen und noch mehr auf dem Tisch stehen zu haben. Bloß die Kehrseite ist, und ich hatte vor ein paar Tagen die Gelegenheit, mit meinen Arbeitskollegen zusammen bei der Tafel einen Tag, einen Freiwilligentag zu haben. Vieles davon, was wir produzieren, wird gar nicht gekauft. Vieles, was wir zu Hause haben, landet dann in der Tonne. Und ja, gibt wieder Statistiken, wir haben so viel Plastik verbraucht wie nie zuvor. Wir reißen Negativrekorde beim Fliegen, beim CO2-Emissionen die ganze Zeit. Und es wird einfach Zeit, dass wir die Sache vielleicht nicht nur technisch und perspektivisch so betrachtend angehen, sondern dass wir gucken und sagen, na, was kann ich denn auch tun oder wo kann man denn seine Emissionen, sein Konsumverhalten einschränken. Gerade bei den ganzen Log-Angeboten, bei den tollen Schnäppchen-Möglichkeiten, die es gibt. Ich habe jetzt zum zweiten Mal es geschafft, dass ich mein Handy schon 4 Jahre benutze. Da sagt der andere, ha, Kleinigkeit, aber das ist so eine Sache, wo ich mir sage, na gut, das ist doch ein kleiner Schritt, ne? Wo man dann die Rohstoffe halbiert, wenn ich mir nicht alle 2 Jahre ein Handy hole, sondern alle 4 Jahre. Jährlich werden über 700 Kilogramm nur verwendet an Gold für die Handys, die in Deutschland neu gekauft werden. Ist schon gigantisch, 700 Kilogramm. Und es wird davon ausgegangen, dass wir so von diesen Dingern hier so, ich habe mal meine 2 alten Geräte rausgekramt, die ich ehrlicherweise auch noch zu Hause liegen habe. Also hier, wenn man das sieht, schön verstaubt noch. Da haben wir 100 bis 120 Millionen Handys wohl noch irgendwo in den Schubladen und Regalen rumliegen. Und das sind natürlich auch Rohstoffe, die recycelt werden können. Und auch einfach uns nur bewusst machen könnten, wie viel wir haben, viel zu viel, was wir in Recycling-Kreisläufe zurückbringen müssten. Und ja, es ist einfach vielleicht die Idee ist zu sagen, beim nächsten Mal brauche ich das wirklich. Oder wenn man so will, mit dem Spruch von meiner Großmutter, diesen Wunsch, den ich mir erfülle, was hängt denn da alles noch hinten dran? Ne? Was ist an diesem Wunsch noch alles dran? Ne? Was braucht man noch? Was gehört noch alles ehrlicherweise mit dazu, dass man das abschätzen kann? Und ja, wie gesagt, das ist ein kleiner Appell.
vielleicht zu sagen, weniger ist mehr. Weniger Konsum macht auch glücklich. Ich glaube, wir haben alle genug, dass wenn wir abends ins Bett gehen, nicht unglücklich sein werden wegen zu wenig Dingen. Ich weiß, das sieht natürlich beim einen oder anderen anders aus, aber ich glaube, die breite Masse in Deutschland hat eher zu viel als zu wenig. Ja, das waren so meine Gedanken zu dem Thema. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gerne einen Kommentar da lassen, gerne ein Like da lassen, gerne auch den Kanal abonnieren. Ich wünsche dir, wo immer du steckst, wie immer, gute Gedanken und ein Lächeln im Gesicht. Mach's gut, ciao.